Beer Facts to go, heute mit dem Bierstil Weizenbier. Was es da alles zu entdecken gibt und was es da vor allem zu berichten gibt, das klären wir alles in 6 Sekunden. Super, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Beer Facts to go, der Serie, wo ich versuche, ein bisschen Licht in das Dunkel von Bierbegriffen zu finden. Und heute steht ein Begriff auf dem Programm. Ja, ich muss sagen, da tue ich mir selber einen kleinen Gefallen. Es geht nämlich um Weizenbier und diejenigen von euch, die den Kanal schon ein bisschen länger schauen, die wissen ganz genau, Weizenbier ist tatsächlich ein Bierstil, der mir persönlich besonders gut gefällt. Fangen wir doch einfach damit an. Was ist eigentlich ein Weizenbier? Was macht ein Weizenbier zum Weizenbier? Jetzt würdet ihr sagen, natürlich der Weizen, ja, aber der muss mindestens in einem Anteil von über 50% im Weißbier sein, damit es ein Weizenbier ist. Und dann gehört natürlich noch die obergärige Hefe dazu, denn wir haben es ja mit einem Ale zu tun. Und auch das ist für ein Weißbier erforderlich. Der Weizenanteil liegt allerdings in der Praxis meistens so zwischen 60% und 65%. Der Alkohol typischerweise zwischen 5% und 5,5%. Und die Stammwürze zwischen 11 und ja, vielleicht so 13 Grad Plato. Vergoren wird Weizenbier bei einer Gärtemperatur von 20 bis 22 Grad. Dabei entstehen gewolltermaßen diese Ester, die dann Bananen- oder Nelkenaroma ins Bier bringen. Geschmacklich haben Weißbiere tendenziell einen etwas süßlicheren Geschmack. Vor allen Dingen kommt auch die Hefe meistens gut zur Geltung und natürlich der Weizen selber. Je nach Brauerei und Region findet die Gärung meistens in einem offenen Botti statt, also offene Vergärung. Deutlich weiter verbreitet ist aber die Flaschengärung. Die wird dann von der Brauerei meistens auch als besonderes Qualitätsmerkmal herausgestellt. Weizenbier wird ja auch als Weißbier bezeichnet. Woher allerdings der Name Weißbier kommt, da gibt es viele Theorien drüber und ein paar möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Eine Theorie ist, dass der Name des Weißbiers sprachlich entstanden ist. Weizen und Weiß haben im Althochdeutschen die gleiche sprachliche Wurzel, nämlich das Wiss. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass der Name des Weißbiers von seiner Farbe kam. Es war damals deutlich heller als die am Markt befindlichen Biere und aus hell wurde einfach weiß. Eine andere, auch wahrscheinliche Möglichkeit ist, dass die Brauer ihm seinen Namen verliehen haben. Bei der Gärung steigt die Hefe an die Oberfläche des Gärbottichs und bildet dort eine weiße Schicht, das Weißbier. Eine andere Theorie, die ich persönlich nicht so sehr glaube, besagt, dass der Name von den weiß angestrichenen Brauhäusern kam. Ich persönlich halte das nicht für sehr wahrscheinlich, da müssten ja alle Biere Weißbiere sein. Ein anderes Thema ist Weizenbier und Reinheitsgebot, da war doch was. Das erste Weißbier wurde 1548 gebraut, doch das Brauen mit Weizen war doch damals gar nicht erlaubt. Weizen sollte damals zur Brotherstellung verwendet werden. Weizen fürs Brot, Gerste fürs Bier, Hafer fürs Pferd war damals ein geläufiges Sprichwort unter der Bevölkerung. Dass doch Weißbier gebraut wurde, lag an einem Freiherrn von Degenberg, der in Schwarzbach in Niederbayern das erste Weißbier gebraut hat. Er bekam das Weißbierprivileg. Historisch klingt das ein bisschen nach Mauschelei, denn der Freiherr von Degenberg war sehr gut mit Herzog Wilhelm IV. Von Bayern verbandelt. Man muss aber auch sagen, er bezahlte richtig gut dafür, dass er Weißbier brauen durfte. Nach dem Tod von Freiherr von Degenberg 1602 ging das Weißbierbrauprivileg an Herzog Maximilian IV. 1607 gründete er das erste weiße Brauhaus in Kelheim. Das Weißbiermonopol blieb aber in staatlicher Hand und ein Großteil der Steuern in Bayern, der wurde aus dem Bierumsatz bezahlt. Ab 1643 durfte Weißbier auch in Nürnberg gebraut werden. Spannend ist daran, dass die Nürnberger Wirte tatsächlich ein bisschen angehalten wurden, Weißbier zu promoten, damit sie ihre Schanklizenz nicht verlieren. Das führte dann dazu, dass über fast 200 Jahre das Weißbier das beliebteste Bier in Bayern war. Im 18. Jahrhundert kamen dann andere Bierstile auf den Markt und das Interesse an Weißbier ließ langsam nach. Das Weißbiermonopol wurde dann folgerichtig von Kurfürst Karl Theodor aufgehoben. Jeder konnte zukünftig Weißbier brauen. Dass man allerdings für das Weißbierbrauen eine Zahlung leisten musste, das blieb selbstverständlich aufrecht. In staatlicher Hand blieb nur das Weiße Brauhaus in München. Bis 1872 wurde hier noch Weißbier gebraut. Der letzte Pächter war ein Georg Schneider. Er erwarb das Weißbierbraurecht des Hofbrauhauses, gründete seine eigene Brauerei, die Schneiderweiße. Zurück von der Historie in die Praxis. Was gibt es denn alles für Weißbierstile? Ich habe hier ein paar aufgebaut. Nicht alle habe ich in meinem Kühlschrank, aber ein paar. Fangen wir an beim klassischen Hefeweißbier. Das habe ich hier vor mir. Es ist bekannt für seine Hefetrübung. Es hat kaum Hopfen, aber eine spritzige Kohlensäure. Dann gibt es noch das leichte Hefeweißbier. Das ist so die leichtere Variante des Hefeweißbiers. Hat eine bisschen niedrigere Stammwürze, weniger vollmundig, weniger Alkohol. Aber es ist gleich säuerlich frisch. Dann gibt es natürlich noch das dunkle Hefeweißbier. Durch den Einsatz von dunklen oder Röstmalzen kommen die entsprechenden Aromen in das Bier. Schokolade, Karamell, Nuss, teilweise auch Kaffee sind dann unsere Freunde. Zusammen mit der Banane und der Nelke, die über die Hefe reinkommen, ein wunderbares Aromenspektrum und natürlich auch eine schöne dunkle, meist so kastanienbraune Farbe.
Das genaue Gegenteil vom dunklen Hefeweizen ist das Kristallweizen. Das Kristallweizen wird nach der Gärung filtriert und ist im Glas erstmal glanzklar. Das Kristallweizen hat ein bisschen weniger Hefenoten und wegen seiner optischen Eigenschaften, nämlich der gut sichtbaren Kohlensäure und auch der farblichen Ähnlichkeit, wurde es auch Champagnerweiße genannt. Inzwischen darf es so nicht mehr genannt werden, denn Champagner ist eine regional geschützte Herkunftsbezeichnung innerhalb der EU. Und dann gibt es noch alkoholfreie Weißbiere, habt ihr hier auf dem Kanal auch schon das ein oder andere von mir gesehen. Das sind Weißbiere mit einem Alkoholgehalt von unter 0,5 Volumensprozent. Diese Biere müssen unbedingt pasteurisiert werden, was allerdings leider die Aromen ein wenig beeinflusst. Für mich ganz besonders wichtig sind die Weizenböcke. Da haben wir in den Bockbier-Videos schon ausführlich drüber gesprochen. Das sind die stärker eingebrauten Weißbiere und das geht dann bis hin zum Eisbock. Eine eher modernere Interpretation der Weißbiere sind die Hopfenweißen. Das sind dann Weißbiere, bei denen der Hopfen eine besondere Rolle bekommt. Meist sind es fruchtige Aromahopfen, die dem Bier eine schöne fruchtige und frische Note geben, ohne die bittere zu sehr nach oben zu drücken. Und zu guter Letzt gibt es natürlich in Belgien auch noch das Witbier. Das ist allerdings Stoff für eine Folge, wo es dann um belgische Bierstile geht. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß hier, habt ein bisschen was Neues über Weißbiere erfahren, vielleicht auch auf der historischen Seite oder auf der Herstellungsseite. Es würde mich freuen, wenn ihr eure Fragen, die noch übrig geblieben sind, hier unter das Video stellt. Ansonsten sehen wir uns dann morgen beim nächsten Bier. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.